Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Ark Aberration 2024. Wir sind wieder zurück und heute geht's endlich an den Baryonyx. Wir haben ihn über den Mod, die ich ja mich entschlossen habe, doch zu verwenden, nachdem wir hier so verzweifelt gesucht haben, hoffentlich ein solides Tier gefunden, ne, mit zumindest anscheinend ganz okayen Lebenswerten. Das war dann nämlich sie hier, ne, 2700 Leben. Damit sollten wir was anfangen können. Ist unten in der Blue Zone natürlich, weil Baryonyx ist immer in der Blue Zone. Heute erster Ausflug mit Narzissa. Die ist halt noch nicht wirklich gelevelt, deswegen müssen wir da auch gucken. Und die ist halt noch gedamaged vom Heranwachsen, sag ich mal. Ich habe die Flinte, ich habe einen Notfall-Megalo. Ich habe jetzt einfach Gelder wieder mitgenommen. Paar Narcotics, falls wir es brauchen. Ein bisschen hier Hammelfleisch, falls wir das brauchen. Da hole ich mir gleich nochmal ganz kurz, damit der Rockjack nicht das frisst. Hole ich mir nochmal hier so ein bisschen was. Genau, da würde ich sagen, let's go. Ich habe nicht mal eine Zähmenfalle mit, weil die Flinte so viel Torpor-Schaden machen wird, dass der Kollege liegt, bevor der aus dem Netz rauskommt. Dafür müssen wir natürlich aber auch erstmal eine Fläche oder eine Area finden, wo wir den sicher netten können, ohne dass mich irgendwas wegfrisst. Anscheinend ist er jetzt aber hier relativ nahe direkt. Unter der Brücke hier. Oh, er ist relativ nah am Ufer. Das gefällt mir schon mal. Licht an. Und dann schauen wir uns mal hier um. Da ist ein Rock Drake. Da hinten ist der Baryonyx. Okay. Ich würde den Kakinos schon mal als erstes loswerden. Das wäre mir recht. Boah, Alter, die macht da jetzt schon schön Schaden. Ja, und wir kriegen ein paar Level auch noch für den Rock Drake. Das ist also auch immer gut. Rock Drake ist noch weit genug weg. So. Schauen wir mal mit, was wir da haben. Und jetzt kommst du. Bitte sei nicht wieder krass High Level. Na gut, 4000 plus Leben ist trotzdem ein bisschen nervig. So, jawohl, immer rein da. Hält halt ein bisschen was aus, aber ein Problem wird trotzdem nicht für uns. So, alles einsammeln. Und dann gucken wir nochmal hier. 4 Level ab. Wir leveln die auch erstmal schön Minimum auf 15.000 Leben, so wie Alex. Oder war das Alex hier? Seldrus war das, glaube ich. So, ist ja auch egal. Komm du auch nochmal her, please. Falsche Waffe. Da merkt man wieder, dass hier die... Ein bisschen die... obwohl eigentlich... Eigentlich ist der hier... Ich sehe zwar gerade sehr wenig. Jetzt ist er da. Er hat gesessen. Okay, jetzt müssen wir aufpassen. Baryonyx ist fast as fuck, boy. Und schön auf Passiv. So, wir wollen ja nicht, dass der Rockback jetzt gleich den Baryonyx snackt. So. Oh. Na, guck mal, Alter, das geht rucki-zucki. Kein Problem für uns. Gut, der Netzwerfer ist natürlich auch ein bisschen OP, aber ich habe den nicht reingemacht. Der ist so im Game. Kann ich nichts für. Guck mal, da ist noch ein Sarko. Bam. Pennen Sie ein, guter Baryonyx. So. Dann lass uns noch mal ganz kurz hier aufsitzen, denn wir wollen natürlich auch erstmal unsere Umgebung sicher wissen. Hier sind Anglerfische, die könnten wir uns auch mal eigentlich theoretisch mitnehmen für... Ne, wie heißt es hier? Für Perlen. Ja, aber halt, ja, die haben halt unfassbar viel Torpor in Relation zu ihrem Leben. Und das ist ein bisschen nervig. Weil den können wir nur mit der Flinte oder mit der Harpune wirklich bekommen, ohne dass der uns stirbt. Jetzt muss ich ehrlich sagen, ich habe noch nie probiert, ob ich so einen Fisch netten kann. Aber ich meine, es ist ja im Endeffekt ist es ja eine Harpune, die wir hier benutzen. So. Das hat funktioniert, okay. Aber das Erdbeben macht mich fertig. Ich muss aufpassen, dass hier kein Kakinos oder was Aggro auf mich bekommt. So.
immer mit. Ganz ehrlich, den immer mit. Alter, mich macht das Erdbeben so wahnsinnig. Okay. Okay, ich habe Narcotics mit. Wir sollten also ausgerüstet sein für beides. Dann haben wir auch gleich einen Anglerfisch zum Perlenfarmen. Der ist jetzt nicht krass, aber Level 72 ist okay für das, ganz ehrlich. So, lass uns mal... Ich weiß gar nicht, wie viel wir brauchen werden. Zwei wird der fressen, dann gehört der uns, okay. Boah, lass uns einen nochmal da drin. Also außer jetzt zweimal gefressen, aber der verliert nicht so schnell Nahrung. Es war nur eins. Zur Not machen wir einfach... Mal einfach das hier. So. Gut. Baryonyx liegt. Ich habe mir die Werte noch gar nicht angeguckt. 26 Leben. Da siehst du, das ist doch schon mal in Ordnung. Damage ist natürlich nicht geil, aber hey, wenn der was aushält und wir Ausdauer leveln und der dann den Stun-Move spammen kann, dann bin ich schon zufrieden, sage ich euch ehrlich. So. Du verlierst relativ schnell Torpor. Deswegen, ich nehme den Rockdrake mal lieber mit zum Wasser. Ich traue mich nämlich hier keine halben Sachen machen. So, schön langsam. Die Frösche sind zwar nicht aggro, aber man kann ja hier trotzdem immer mal was übersehen. So. Nimm dir das mal. Wie viel würdest du brauchen? Ich glaube, ich habe gesehen, zwei nur, ne? Hammelfleisch, ja, zwei. Okay. Oh, der Baryonyx ist fertig. Ja gut, let's go. Das war schnell. Oder wir haben halt auch Kibbel, ne? Das haben wir eigentlich extra für den hier besorgt. So, da ist er, unser Baryonyx. Wunderbar. Ich habe jetzt gerade noch keinen Namen parat, weil ich die Liste nicht offen habe gerade. Die habe ich vergessen. Packen wir mal ein auf jeden Fall. Und dann gucken wir mal. 36 auf Leben, ja gut, besser als gar nichts. Dafür hat der Damage-Werte ordentlich dazu bekommen. Fast 20. Er hatte ja, glaube ich, nur 14. Alter, okay. Ist ein Allrounder. Kann man auf jeden Fall machen. Nimm ich. Take ich. Ist mir sogar so lieber. Perfekt. Mit dem starken Sattel, den ein bisschen leveln, sie ein bisschen leveln. Und dann sind wir unserem Ziel ein ganzes Stück näher. Unserem Ziel, nächste Artefakthöhle. So, wann willst du denn eigentlich essen, ne? Die dauern wieder ewig, glaube ich. Denn ihr Essen geht, glaube ich, sehr langsam runter. Aber wir müssen ja nur ein Torpor im Auge behalten. Währenddessen kann ich mich ja nochmal hier umschauen. Kakinos brauchen wir eigentlich nichts mehr. 102er Sarko. Da ist noch ein Anglerfisch, aber der ist sogar schlechter. Ja, Frösche für Zementfarmen. Aber ehrlich gesagt finde ich die hier jetzt nicht so geil. Weil du mit den Kakinos eh so viel Chitin bekommst. Und so viele von diesen... Oh, Alter, 180er Diplocaulus. 34 auf Leben, Alter. Ja, brauchen wir aber eigentlich auch echt nicht. Also, die bringen uns hier nicht sehr viel. Gut, der wird auf jeden Fall... Der wird auf jeden Fall kein Narkotik brauchen. Okay. Jetzt wird uns der andere 144er da hinten angezeigt. Die Anzeige ist aber manchmal ein bisschen buggy. Und es ist auch ein Female, das dürfen wir nicht vergessen. Bedeutet, wir können da eh nichts miteinander kombinieren, etc. Jetzt könnten wir eigentlich... Eigentlich könnten wir ein bisschen leveln gehen, den Rockdrake so lang. Guck mal, die sind alle low. Alles lowe Lebensformen. Wir könnten hier eigentlich mal so einen Blick riskieren. Da ist zum Beispiel so ein Aal. Vor den hatte ich ebenso Schiss. Sarko, da hinten ist noch ein Baryonyx. Aber wir müssen in der Nähe bleiben auch. Das ist wichtig, denn sonst könnte es passieren, wenn wir Pech haben, dass der Anglerfisch angegriffen wird. Von was auch immer. Gibt genug, was ein von uns gezähmtes Tier angreifen würde. Denn sobald die bei uns im Team mitspielen, hasst die jeder. So, ich fülle mal hier auf. Du bist jetzt bei, ja, die... Ungefähr 1-2 Minuten noch, dann gehört der uns. Dann gucken wir uns nochmal ganz kurz hier in der Gegend um, so lange. Wir können ja so viele Tiere gebrauchen. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht, wenn wir ein bisschen Zeit haben, uns hier näher umzusehen. Aber das ging jetzt rucki-zucki mit dem Baryonyx, ne? Also, das Kibbel hat natürlich da seine Wirkung gezeigt.
weil man die halt auch sonst nur wirklich effizient, man sieht das hier, Fleisch steht da gar nicht dabei und rohes Fischfilet ist eigentlich so das Einzige, was man halbwegs effizient benutzen kann und dafür müssten wir halt diese Sabertooth Salmon abfarmen und das ist, ja, jetzt brauchst du da eine Sichel quasi dafür, um das halbwegs effizient zu machen. Nachdem wir sowieso Kibbel irgendwann machen wollten, ist mir das eigentlich egal. Guck mal hier, Megalosaurus 156. Was haben wir denn hier? Ist ja ein Basilisk zufällig gespawnt? Nee. Hätte ja sein können. Sarko 102 haben wir schon gesehen. Auch nichts Besonderes. Na gut. Wir nehmen uns hier unseren Kollegen und gehen dann nach Hause, würde ich sagen. Das wäre schon mal gut. Der müsste jetzt eh jeden Moment fressen. So. Normalerweise bei 50 Nahrungsverlust, also ziemlich genau jetzt. Jawohl! Da sind wir. Englerfisch. Ferkel. Fischeler Ferkel. Der sieht auch noch cool aus. Komm mit. So, da ist unser Hübscher. Gut, ist relativ, aber ja. Anglerfisch haben wir auch gleich einen mitgenommen. Brauchen wir keinen Sattel für. Ist also auch kein weiterer Engramm-Punkte-Verlust. Dann würde ich sagen, gehen wir mal langsam zurück Richtung Basis. Das sollten wir anstreben. Dann würde ich sagen, gehen wir dem Baryonyx mal. Vielleicht gehen wir gleich mit dem auf eine Level-Tour. Komm, das sollten wir machen. Wir müssen den sowieso vorbereiten. Sie. Aber ihr wisst, was ich meine. Damit wir... im Vorbeispringen hat mich so ein Ravager gebissen gerade. Aber die haben keine Agro auf mich. Das heißt, der wollte irgendwas anderes beißen. So. Nun gut. Dann lass uns mal zurück in die Basis. Und dann können wir ja... Eigentlich am schlauesten wäre es, ohne Witz, schon wieder an die Oberfläche zu gehen. Aber wir wollen es ja auch nicht übertreiben. Das hier nehmen wir schön mit. Du bleibst auch hier. Danke. Das Öl und Electronic und so, das kommt mit. Oh, hallo. Was sind denn meine Augen hier sehend? Unendlich viele Spinos. Die allesamt nutzlos sind. Na gut. So. Polter die Polter und dann rein hier. Oh, in den Ofen reingesprungen. Passiert. So. Hast du irgendwas einstecken? Das hier, ja. Das nehmen wir mit. Und das hier auch. Und ja, eigentlich den Rest ist mir... Oh, ja klar, den Baryonyx muss ich auch mitnehmen. Das wäre nicht schlecht. So, hau mal das hier rein und dann schmeiß den anderen Shit auch mal ins Lager. Dann können wir uns gleich den Baryonyx-Sattel, den wir letzte Folge einsortiert haben mit den anderen Sachen, mal genüsslich ausrüsten und dann den Baryonyx austesten, würde ich sagen. Genau, das restliche Kibbel von dem, was wir noch haben, hau ich mal in den Kühlschrank. Auch da können wir jederzeit wieder Nachschub machen, wenn wir wollen. Momentan nicht unbedingt notwendig, wäre aber gar nicht so blöd. Es ist halt dumm, weil wir den Kochtopf noch nicht haben und mit dem das Kochen halt einfach 80 Mal angenehmer ist, weil du dann automatische Wasserzufuhr hast. Und so muss ich halt dauernd diese Wasserdinger nachfüllen. So, den Megalo lasse ich, glaube ich, hier. Ich nehme einen von unten mit, weil die stärker sind. Und dann nehme ich vielleicht noch einen Rockdrake mit, dass wir hier wieder schnell hochkommen, wenn wir wollen. Und das werden wir bestimmt irgendwann, weil wir wohnen hier. So, Essen nachfüllen, let's go. Pass mal auf, Larissa. Du hast eine Menge einstecken, aber nichts davon ist nützlich. Deswegen komm in die Packung. Obwohl, weißt du was? Wir gehen erstmal runter. Packen uns dann Megalo ein und dann kommst du in die Packung. So. Hui! Das ist nicht unser Spino. Das merke ich sofort. Und dann gehen wir den Baryonyx mal eine Runde leveln. Ein bisschen Gemetzel muss auch mal sein. Ich
könnte den Lockpack auch eigentlich nur hier unten stehen lassen. Dann komme ich auch easy wieder hoch. Ich habe den Zipline-Motor gar nicht dran. Du hast 706%. Du hast 724 jetzt. Und du hast 96. Ja, dann kommt Milena mit. So. Hier, hört mal auf zu folgen. Du kommst mit. Ihr seid hier, du bist auf passiv wahrscheinlich, aber ihr seid auf neutral, ne? Genau, greife Ziel an, neutral, neutral. Speedo habe ich auch noch gar nicht gelevelt. Ich habe den Baryonyx-Sattel vergessen, Alter, mein Gott. Okay, das erklärt natürlich, ja, gar nichts eigentlich. Gut, dass wir ein Rockpack mitgenommen haben. So. Muss kurz wieder hoch. Hallo Leute, bin wieder da. War nur ein Prank. Ich bin gar nicht weggegangen. Haha. So. Dann einmal hier hoch. Und dann... Welcher war denn das? Der hier. So, Baryonyx-Sattel. Da ist er. Jetzt bin ich gespannt, wie wenig Schaden der nimmt. So. Narcissa, Larissa. Warte mal, Narcissa hat aber... Narcissa hätten wir eigentlich auch nehmen können. Hätte ich auch noch leveln können. Ja, dann müsste ich das Raw Mutton und so wieder ausräumen. Aber jetzt keinen Bock. Wir nehmen... Die sind eh fast Zwillinge, außer von den Federn her. So. Sind ja auch, glaube ich, verwandt, ne? Wenn ich das jetzt hier nicht durcheinander gebracht habe, ist Larissa die Mutter von... Genau, Larissa ist die Mutter. Von Narcissa. Larissa, Narcissa. Das ist mir jetzt erst aufgefallen, dass es tatsächlich gar nicht so schlecht ist. So. Bam, da sind wir wieder. Kommando zurück. So. Baryonyx. So wird das Baryonyx. Oh, auch noch ein schöner. Auch noch ein echt schöner. Also... Da bin ich ja, Alter, der sieht ja richtig cool aus mit diesem, schwarzen, sag ich mal. Sehr schön, gefällt mir. Erstmal wieder heimlich Screenshot gemacht. So. So. Komm mit. Es ist an der Zeit, ein bisschen Terror zu veranstalten. Gut, der ist viel schneller als ich und der ist auch viel stärker als ich, aber es macht nichts. So, was mit dem Bären hier zum Beispiel? Level 18. Oh, okay. Also, Nummer 1. Melina macht nicht die Kills. So, jetzt will ich kurz die Level-Up-Animationen festhalten. Weil die ist irgendwie mega cool bei den Baryonyx. So, pass auf. Ah, die ist cool. Ich mag den. Baryonyx mag aber jeder. Ich glaube, es gibt niemanden, der Baryonyx nicht cool findet. So. Dann wollen wir uns mal hier so ein paar Spinos zugute führen, weil die geben schön XP. Und hier ist niemand dabei, der irgendwie ein krasses Level hat und deswegen... Ich dachte gerade, da hinten ist ein 310er, aber das ist unser Megalo. Ich wollte gerade sagen, Moment. This is not possible. Passible auch nicht. So, Milena. Ham. So, ich wollte nicht, dass sie den Kill macht. Jawohl. So, 7 Level up mit einem Spino. Das kann man doch auf jeden Fall machen. So, du da, komm her. Der wird sich denken, ich bin nicht so blöd und lenke mich mit dem Megalo an. Komm, 1 gegen 1. So, mehr oder weniger. Ham. Er hielt sich halt die ganze Zeit jetzt, wenn er irgendwelche Viecher da frisst. Scheiß Piranhas, ey. Bleib hier! Der fällt runter, oder? Der bringt sich lieber um, bevor er durch mich stirbt. Ham! So.
Und guck mal hier hin, Melina. Und hopp. Ah, jetzt sind die ganzen Piranhas weg. Jetzt mal Melina sich wahrscheinlich schon durch die Zähne gezogen. Naja, gut. So. Machen wir 5 und dann ein bisschen Damage. Und dann nehmen wir ein bisschen Schmutz aus dem Inventar. Okay, let's go. So, mein Kill. Oh, schöner Spino, aber toter Spino. Na gut, jetzt, weil er es wieder geheilt hat. Au, au. Alter, 14 Schaden macht er mir nur. Der macht nur 14 Schaden. Der Megalo hat einen normalen Sattel, den macht er 58. Scheiße. Und hopp. Oh, Piranhas. Guck mal, wie oft du diesen Kack einfach spammen kannst. Zack. Dieser Move ist so geil. So, komm. Bisschen Leben, bisschen Damage, volles Programm. Und dann würde ich sagen, kommst du als nächstes. Ham! Wadenbeißer kommt. Wadenbeißer Yonix. Hier wird geblieben. Einfach eingesperrt. So. Und hepp. Oh, ist der Spino schön, aber der ist low, das sieht man jetzt schon. Unter unserem Niveau. Ah, der ist nur Level 18 sogar gewesen. So ein schöner Spino und dann. Kack, Piranha, verpiss dich. So, wunderbar. Ah, der Baryonyx ist halt auch. Oh oh. Nein! Wenn die Ravager kommen, dann hole ich meinen großen Bruder. So. Wunderbar. Wunderbar. Auf Bleeding Damage habe ich nämlich nicht so... Alter, Massengrab hier. So. Oh, was haben wir denn hier? Eine Eiweißquelle. Am, am, am. Oh. Ja. Ich muss den Megalo immer ein bisschen zurückhalten, weil der beißt mir sonst alles aus dem Weg, was sich irgendwie bewegt. So, liegen noch mehr Skorpione. Da liegt noch ein Ravager rum. Am, 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 am. So. Stegos habe ich jetzt eigentlich nicht so viel Bock, mich anzulegen mit. Oh, guck mal, Raptoren. Am. Alter. Ja, also. Ist das ein Megalo? Warum ist denn hier oben ein Megalo? Das finde ich jetzt aber Megalo. Wollen wir mal lieber weg. So, der macht ihm 100, ja, 77 Schaden, uns 19. Also, wie viel wir aushalten dank diesem Sattel, ist absolut gescheitert. Junge, der rennt da einfach durch und beißt alles weg. Er hat nicht mal Mate Boost und er macht noch weniger Schaden, weil er nicht von uns geritten wird. Deswegen waren die auch so krass stark, als wir mit denen unterwegs waren, wegen Mate Boost und so, ne? Ich meine, er ist immer noch über 700 Schaden, ja? Beißt sich immer noch. Oh, zwei Tech-Raptoren. Hallo? Dürfte ich sie aufs Menü packen? Boah, der sieht aber saugeil aus hier. Guck mal. Gegessen gefällt er mir noch besser. So, langsam wird mein Inventar ein bisschen schwer und ich habe keinen Bock jetzt hier großartig auf Gewicht zu leveln. Guck mal, das hier kann zum Beispiel weg. Die Sauropoden, Wirbel und so, die heben wir uns alle auf, weil kann man ja mal eventuell für einen Bossfight gebrauchen. So, das kommt mit und schon ist das Inventar wieder ein bisschen in Form gebracht. Ja, mal so ein schöner Ausritt und hier so eine Massenmord mit irgendwelchen Baryonyx Megalo-Kombos. Das ist doch mal ganz interessant.
So, gut, ich gehe jetzt mal hier nicht weiter. Wir gehen mal langsam zurück. Alles in allem haben wir schon ein ganz gut Level gesammelt. Wir haben auf jeden Fall jetzt 6000 Leben. Das ist eine Menge mit dem Sattel. Der Schaden ist jetzt nicht krass, aber er reicht. Und wir haben ja noch die Krokus dann als Support. In der nächsten Folge holen wir uns das weibliche Krokodil. Alter Junge, der macht einfach 6-mal so viel Schaden. Und das war eine dumme Idee. Alter. Die Megalos, ne? Das sind solche Units. Schade, dass die nicht schwimmen können. Dann würde ich mit denen einfach die komplette Höhle ausradieren. Also die können schwimmen, aber nicht unbedingt so, wie wir es brauchen. Ich gehe mit meinem Baryonyx und meinem Baryonyx mit mir. Ist ja auch in einem Monat, sagt Martin, ne? Also wenn ihr das hier seht, ist es nicht mal ganz so lang. Dann ist es doch 3 Wochen oder so. Aber gut. So, dann lass uns mal unseren Neuzugang, nachdem er hier seine erste Level-Up-Tour hatte, zurückbringen. Bin jetzt doch zufrieden, dass wir es so gemacht haben. Und dadurch, dass wir die ganzen Spinos weggeräumt haben, spawnt ja vielleicht irgendwann unser Weibchen. Gut, das ist Level 6, das ist auf jeden Fall, ja, ist auch anwesend. Leider, muss man dazu sagen. Da vorne ist noch ein Spino. 54, den haben wir, glaube ich, schon gesehen. Megalo folgt, Megalo folgt. Oh, Alter, hallo! Ist eine ganz schlechte Idee, einen Megalosaurus anzugreifen. Eine ganz schlechte Idee. Alter, der beißt sogar die Piranhas aus dem Wasser. Ist das ehrenlos. Aber hier sind doch noch welche, ne? Ja, hier. Ich sende die mal hier weg. So. Passt, ist fertig. Ist fertig. Diesen Ersatz, diese Leiter, die ich da runter gebaut habe, ne? Die habe ich auch kein einziges Mal benutzt, fällt mir gerade ein. Die habe ich damals gebaut, in ewigster Kleinarbeit, dass ich die Leitungen hochziehen kann. Habe mir gedacht, ja, nice, kann ich ja behalten, falls ich mal irgendwie schnell hoch oder runter muss. Und, ne, vor dem Rocktrack-Zeitalter. Nie benutzt. Ich glaube, ich habe die kein einziges Mal verwendet, außerhalb vom Bauen. Perfekt. So. Du bleibst mal hier. Du gibst mir mal das hier nicht. Du gibst mir mal die Sachen. Ihr seid alle noch im Futterdruck hier unten, ne? Wenn ich das richtig in... Genau. Den Baryonyx gebe ich aber den Fisch. Weil der bevorzugt den natürlich. Und wir gehen mit Larissa jetzt hier ganz gemütlich wieder hoch. Dann noch schnell die Sachen wieder ausräumen. Ja, wunderbar. Da haben wir doch eine sehr erfolgreiche Runde heute gehabt. Dann haben wir doch den Baryonyx endlich gefunden. Mit dem bin ich soweit zufrieden. Wenn wir dann noch das Krokodil tamen und da vielleicht noch 2 gute, ja, ich sag mal, Tiere nachzüchten, dann wäre das doch eigentlich optimal. Dann können wir doch damit wirklich arbeiten. Und dann können wir, ich gehe nochmal kurz die Trog nachfüllen, können wir uns da auf jeden Fall dann innerhalb der nächsten Folgen dann endlich um die Artefakthöhle kümmern. Und darauf freue ich mich auch schon, das sage ich euch ehrlich. So, die ganzen Trophäen müsst ihr eigentlich auch mal umsortieren. Gut, wie dem auch sei. Ich würde sagen, danke fürs Zusehen. Es war mir eine Freude, endlich haben wir einen Baryonyx. Nächste Folge und einen Anglerfisch, den habe ich ja ganz vergessen, den ich so als Gelegenheitsthema auch gleich mitgenommen habe. Nächste Folge geht es dann hoffentlich endlich an den letzten Sarko. Und wenn wir den haben, dann geht's vielleicht schon übernächste Folge, nachdem wir diese Aktion da wird mit dem im tiefen Wasser, schon an Artefakt Nummer 2. Da würde ich sagen, danke fürs Zusehen, bis zur nächsten Folge und ciao.